Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und bei der Taiwan-Tour. Wir sind jetzt an, das ist der Joshua, den kennt ihr ja. Du filmst das Ganze jetzt gleich und wir sind jetzt bei einer Malawi-Fischfarm. Wie heißt die Farm? Yunsan. Und ich würde sagen, wir machen das so wie beim ersten Video. Der Andreas, der kriegt gerade ein Briefing. Und wir laufen gleich schon mal mit Andreas rum, um so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Ding auf eigene Faust an. Los geht's. Es scheint ziemlich groß zu sein, ne? Also du hast eben auch schon mal geguckt. Genau, ich habe mir auch schon mal ein paar Eindrücke gesammelt. Und da ist echt viel interessantes Zeug dabei. Also hier werden wohl nur Malawis gezüchtet oder zu 90%, glaube ich. Also zum Großteil nur Malawis. Das ist schon krass, ey, was hier. Das sind ja wie viele Reihen? 1, 2, 3 der 4 Reihen mit Aquarien. Dann kommen hier noch diese Outdoor-Teiche, die ihr schon aus dem ersten Video kennt. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut mal nach. Von der Shrimp-Farm. Aber das ist noch mal einiges größer hier, also Wahnsinn. Sind überall Wälze mit drin, wahrscheinlich gegen die Algen, also hundertprozentig. Oder zum Futterreste fressen. Ja. Hier überall kleine. Dazu wird der Andreas wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr sagen können, weil Andreas ist ja der Malawi-Spezialist. Der geht hier auf. Hier haben wir dann so kleine. Genau. So kleine Wälder. Oh. Ich habe gerade ein Spinnennetz gefasst. Ich krieg immer voll Panik. Hier sind. Guck mal, wo sind diese Spinnen? Wir zeigen euch gleich schon mal diese Spinnen. Das ist ganz komisch. Das hatten wir gestern auf der Garnelenfarm, hatten wir ganz viele Spinnen. Ja. Guck mal, hier haben wir irgendwelche Trophäen. Ja, hier sind Trophäen drin. Also, wir haben beschlossen, dass wir später nur eine Unterwasseraufnahme hier filmen, weil, wenn wir jetzt die Unterwasserkamera nehmen und die von Becken zu Becken machen, würden wir die Keime von dem einen Becken ins andere tragen. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren und wollen hier auch keinen Ärger riskieren. Genau. Deswegen werden wir, ja. Ihr seht aber auch so genug. Ich meine, wenn der Joshua, wenn du mal da reinfilmst, ich denke mal, da sieht man auch genug. Wissen, was sieht man? Ja, das und es gibt halt ja auch diese Aquarien, die hier stehen, von daher ist es kein Problem. Das ist halt was anderes als wie bei den Garnelen gestern. Das ist aber echt riesig, ey. Das sind alles Trophäus, gell? Was hier rumschwimmt. So auf den ersten Blick hätte ich gesagt, das sind alles Trophäus, was hier rumschwimmt. Krass, krass. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit der Filterung. Ich habe hier voll die Panik, Alter, vor diesen Spinnen. Du hast gestern erzählt, du hast gestern gesagt, dass sich eine gebissen hat, gell? Irgendwas, ich weiß nicht, ob sie mich gebissen hat oder ob sie. Also mich hat auf jeden Fall irgendwas gestochen. Schaut euch mal hier mein Bein an. Das ist ein Riesenplacken. Aber egal, ne? Deswegen bin ich hier. Nehme ich später mal die Filterung, weil hier läuft ja ständig Frischwasser mit dazu, gell? Mhm. Bin mal gespannt. Die haben auch alle einen Überlauf. Also ich denke mal, das wird ein halbautomatisches Wasserwechselsystem sein dann. Ja. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das nur gerade mitläuft oder immer mitläuft. Weil es kann ja sein, dass jetzt gerade nur das für 1-2 Stunden mitläuft. Ich hoffe halt, dass es nicht zu laut ist für euch, aber ich denke mal von der Lautstärke her geht's noch. Hier ist wieder so ein Netz. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder so sein wie bei der Garnelenfarm, dass die wahrscheinlich hier wieder vorselektiert werden für die Kunden oder sowas. Also das werden wir gleich erfahren, wenn wir mit Andreas und dem Besitzer hier durchgehen. Hier sieht man es ganz geil. Ja. Ey, wir brauchen hier echt keine Unterwasserkamera. Das Wasser ist so klar und man sieht die Fische so deutlich. Aber ihr müsst euch mal diese Ausmaße hier, ich blende euch mal gerade ein paar Bilder ein von der 360-Grad-Kamera, was das hier für Ausmaße hat, ja. Das ist Wahnsinn. Aber hier haben wir wieder was anderes drin, hier sind Saulosi drin. Oder sollten Saulosi sein. So, wir haben hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen mit Glasbecken. Das sind wahrscheinlich die verkaufsfertigen Fische, schätze ich mal. Sieht jedenfalls so aus. Boah, hier. Richtig krass. Aber da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Nur, dass ihr mal diese Ausmaße seht, was hier an Fischmassen drin rumschwimmt, das ist der Wahnsinn. Also hier jetzt in den Glasbecken gar nicht mal so, aber schaut mal hier, ey, das ist der Hammer. Wenn man diese Ausmaße hier anschaut von diesen Teichen hier, was da an Fischen drin rumschwimmt, das ist der Wahnsinn. Das sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 15, 30, ey, das ist bestimmt 100 Teiche oder sowas. Also, kann man schön sehen. Haben die noch einen Luftheber oder so einen Sprudelstein? Ja, da kommt Sauerstoff rein. Genau, haben sie hier den Überlauf, da haben sie das Frischwasserzufuhr. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Volllauf, also dass es die ganze Zeit mitläuft, dass es die ganze Zeit Wasser wechselt.
Ja, die Temperaturen hier sind natürlich auch optimal. Wir haben jetzt mehr oder weniger Winter oder ich glaube Frühling oder sowas. Und die Temperaturen sind ja, ja hier konstant über 20 Grad, über 25 Grad. Also selbst nachts hatten wir 20 Grad. Ja. Ja, wie gesagt, hier sind diese ganzen Outdoor-Teiche. Da hinten sind, glaube ich, die Filter. Komm, wir gehen mal zu den Filtern. Das verleitet voll, hier in die Becken reinzufassen. Aber wenn ich das mache, werde ich, glaube ich, geköpft. Ja, weil wir hier nichts anfassen sollen. Ah, hier ist ein Filter? Ja. Ah, okay, krass. Das ist so ein Mehrkammerfiltersystem wahrscheinlich. Überlauffilter. Läuft aber hier kommt wieder Frischwasser mit dazu. Guck mal, hier läuft das dann runter. Das läuft dann hier durch. Ja. Okay, das lassen wir uns gleich nochmal genauer erklären. Aber hier sind auf jeden Fall die großen Filter. Vorsichtig, dass wir hier uns hinlegen. Hier ist wohl das Abwasser. Ah ne, es sind gar keine Filter. Keine Ahnung, was das ist. Das lassen wir uns gleich auch nochmal erklären, was das ist. Boah, hier sind ja Riesenteiche. Aber hier ist gar nichts drin. Die sind leer. Was ist hier? Boah, guck mal hier. Das sind doch die Contosa oder so. Contosa, genau. Ja, das ist auf jeden Fall vom Wasservolumen mehr als ausreichend, würde ich sagen, oder? Ja. Ich glaube, hier wird gerade Wasserwechsel gemacht. Das sieht jedenfalls so aus, weil hier läuft überall Wasser mit dazu. Boah, hier sieht man mal so ein leeres Becken, ey, wie riesig das ist. Das sind noch bestimmt 5-6 Meter, oder? Mindestens. Oder noch sagen mehr. Ich würde sagen, das sind fast 10 Meter, oder? Ja, hier ist noch mal so ein leeres Becken. Also wie gesagt, wir lassen uns gleich mal genau sagen, wie groß das Ganze hier ist. Ah, da wird sauber gemacht. Okay, hier ist gerade nichts drin. Ah, hier sind noch mal kleine. Guck mal, hier sind noch mal Babys drin. Hier unten. Ja. Ja, und hier geht es dann noch weiter. Das ist einfach riesig, dieses Teil hier. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Andreas und zu dem Besitzer hier. Das ist voll laut hier. Und lass uns mal so ein paar Hintergrundinformationen geben, was hier so alles gemacht wird und wie das Ganze hier abläuft, oder? Los ja, geht's. Auf mich. So, Freunde, jetzt habt ihr schon mal gesehen, was so meine Empfindung hier ist. Du hast dich jetzt gerade mit dem Chef hier mal kurz geschlossen. Genau. Für diejenigen, die jetzt hier die Videos zum ersten Mal sehen, wir sind in Taiwan unterwegs, auf Taiwan-Tour. Und da die meisten hier entweder nur Taiwanesisch, Chinesisch oder Englisch sprechen und wir die Videos dann Deutsch machen wollen, bespricht sich Andreas immer kurz vorher mit den, mit den Besitzern und ja, gibt euch das dann wieder. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der kleinen Tour jetzt hier. Also, für euch zur Info, zweiter Tag um die Mittagszeit, ist gut warm. Und wir, der Nash und ich, haben uns mal hingesetzt und haben einfach mal ein paar Sachen besprochen zur Anlage. Wir haben ca. 300 Aquarien, in denen die Fische hauptsächlich bis zur Verkaufsreife aufgezogen werden. Der Rest der Aufzucht findet in Teichen bzw. in Tonnen statt oder in Plastikbecken statt. Und wir haben ca. 100 Teiche. Die Aquarien haben einen Inhalt von über 6000 Liter. Die Teiche haben ca. einen Inhalt von 150.000 Liter Wasser. Und es werden ca. 100 Arten gezüchtet, von denen ungefähr 50 handelsrelevant sind. Also mit 50 Arten verdient er sein Geld und mit ca. 50 Arten macht er das, weil es sein Hobby ist und weil es ihm halt auch selber Spaß macht. Er hat 3 Mitarbeiter hier, die mit ihm arbeiten. Die Mitarbeiter arbeiten an 5 Tagen in der Woche, ca. 6-7 Stunden Wasserwechsel, Pflege der Becken. Dazu kommt dann noch das Füttern und Kontrollieren auf Jungfische. Und dann wird im Endeffekt noch sortiert, so wie wir es ja gestern schon bei den Garnelen gesehen haben. Auch hier werden wir wieder diese Siebe sehen, wo Jungfische nach Größen sortiert in die Becken reinkommen und da so als Hilfsmittel gearbeitet wird und der Rest wird halt per Hand sortiert, so wie man es kennt. Gefüttert werden Flocken und Granulat, Artemia-Nauplien für die Babys und eine bestimmte Fliegenlarve, das scheint eine taiwanesische Fliege zu sein. Ich vermute, dass das so ein bisschen ist wie die Soldatenfliegen, die man zum Teil jetzt schon aus der Fischfutter, aus dem Fischfutterbereich kennt. Das Wasser ist Grundwasser und hat einen pH-Wert von über 7, schon wenn es aus der Leitung oder aus dem Boden kommt. Und ein Leitwert von ca. 500 Mikrosiemens. Carbonathärte und so weiter konnten wir jetzt nicht messen. Er verkauft ca. 1000 Tiere in 7-9 cm im Monat, also so angefärbte, gefärbte Tiere, wie ihr sie auch von uns schon kennt aus der Farm.
Und er hat ca. 10.000 Tiere, die er verkauft, mit einer Größe so um die 3 bis 4 Zentimeter. Im Monat? Also im Monat, ja. Also okay. Das heißt, wir haben ca. 11.000 Fische, die im Monat hier die Farm verlassen und die den Unterhalt, Lebensunterhalt für die drei Mitarbeiter garantieren. Ja, der Nash macht das jetzt schon seit 8 Jahren an diesem Standort, also die Farm, die wir sehen in den Bildern und Videos. Und insgesamt macht er das 10 Jahre. Er ist zusätzlich noch Dozent an der Uni und lehrt speziell Aquakultur für Aquaristik. Also er bildet praktisch junge Leute aus, um in Aquaristikfachgeschäften, Zuchten, Großhandel und so weiter zu arbeiten. Das finde ich auch nochmal sehr interessant, das ist ja auch eher selten. Und seine Tipps für euch zu Hause sind viel Wasser wechseln und wenig füttern. Kann ich nur unterstützen, gerade das wenig füttern bei den Malawis, bei den meisten Aufwuchsfressern und Insektenfressern, die sind ja eh recht speziell von der Ernährung her. Wenn man da zu viel füttert, kriegt man mehr Probleme wie alles andere. Also den Tipp kann, oder die beiden Tipps kann ich nur unterstützen. Und ja, ich habe ihn so nach seinen Zukunftsaussichten gefragt, was so seine Pläne sind. Und er möchte noch mehr Arten züchten, die mehr Hobby als Handel sind. Also sprich, die er hält, um diese Tiere zu vermehren in kleinen Mengen, um dass die halt der Aquaristik erhalten bleiben, nicht um davon zu leben. Seine Hauptmärkte sind Europa, die USA, China, Südostasien. In die exportiert er entweder selber oder macht das über Partnerfirmen, die die Tiere für ihn versenden und er verpackt die für die vor. Ja, würde ich sagen, wir gehen mal den Nash suchen. Genau, gehen wir mal rein. Jetzt haben wir hier, wenn wir reinkommen in der Farm, haben wir auf der linken Seite hauptsächlich die Aquarien, in denen die Tiere bis zur Verkaufsgröße aufgezogen werden, beziehungsweise auch für den Versand vorbereitet werden. Das findet alles in Aquarien statt. Die sind auch beleuchtet, die sind gefiltert. Auch hier, wie wir viel auf dieser Tour gesehen haben, haben wir viel mit Permanentwasserwechsel. Also sprich, es sind Tropfsysteme, die den ganzen Tag in die Becken rein tropfen, kontrolliert. Und die Fische haben somit immer eine gewisse Menge an Frischwasser rund um die Uhr. Oh, jetzt mache ich alles kaputt. Und das ist natürlich für die Fischqualität mit das Beste, was man machen kann. Man muss das sollten wir nur mal ganz kurz fürs Video sagen. Wir haben jetzt extra hier kurz die Pumpen ausstellen lassen, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, damit es hier nicht so laut ist, sonst würden die hier kein Wort verstehen. Deswegen haben wir auch gerade draußen gestanden und haben das draußen gerade mal erklärt. Wir haben 20 Minuten circa, wo wir jetzt die Pumpen mal auslassen können. Und also ich habe vorhin schon, ich habe noch nicht viel gesehen, aber es sind so viele Raritäten da. Ich habe gesehen Exochromis anagenes, Petrochromis, verschiedene Trophäusarten. Zum Beispiel hier wären Becken mit jungen Exochromis, da habe ich jetzt schon das dritte, vierte Becken gesehen. Placidochromis Phenochillus Tansania, Placidochromis Phenochillus White Lips, dann Alunocara. Hier wird komplett ohne Hormone gearbeitet, das heißt, er zieht die Tiere natürlich auf und bringt die auch natürlich in Paaren ins Geschäft und nicht nur Männchen, wie man das manchmal aus Asien kennt, wo dann die Tiere irgendwo mit irgendwelchen Zusätzen behandelt werden, um halt möglichst nur Männchen zu produzieren, beziehungsweise nur farbige Tiere zu produzieren. Mann bleibt Mann, Frau bleibt Frau, aber am Ende hast du halt dann nur farbige Tiere. Das ist nicht unbedingt das Ziel. Also jetzt hier nochmal 3 Becken mit den Exochromis anagenes. So ein seltener, schwer zu haltender Fisch. Also jeder, der den schon mal hatte, A, werden die groß, die Männchen werden dann nachher blau und die Weibchen behalten diese quittegelbe Färbung mit den schwarzen Punkten. Sieht super aus, aber wie gesagt, sie werden groß, es sind Räuber. Sie sind relativ unverträglich und es ist so, dass die Tiere einfach schwer zu halten sind und auch schwer zu züchten sind. Das sind so ein bisschen ja, Experten, was das Futter angeht, Experten, was das Verhalten angeht. Und die können oder kann kaum einer halten. Ja, dann haben wir hier Copperdichromis, Jungtiere. Da fängt das erste Männchen jetzt gerade so an zu färben. Die haben so eine Größe von 5 bis 7, vielleicht die allerersten schon so um die 8 cm. Das sind Imbuna, Labidochromis, Perlmutt und noch irgendwas dabei, Cyanochromis oder sowas, Alunocara, Jungfische. Man muss jetzt dazu sagen, das ist alles Outdoor hier. Also alles Outdoor, also wir haben praktisch nur eine Blechhalle mit einem Dach drüber. Das ist sogar angenehmer, also hier ist kühler wie draußen durch das Wasser und durch das Dach. Und ein Teil ist fast komplett draußen, nur mit Netzen überdeckt. Und Wahnsinn, also das ist wie in der Natur im Endeffekt, also wie in Afrika,
Licht ist da, die Tiere bekommen Farben. Ich zeige euch jetzt mal ein Becken mit Trophäus. Also für mich ist das Paradies. Also muss ich ehrlich sagen. Willst du gleich hier bleiben? Ich habe schon gesagt vorhin, ich bleib da, ja. Hier ja, aber junge Trophäus, guck mal, wie die hochkommen. Das Becken hat 600 Liter oder sowas und die kommen alle hier hoch. Die sind alle fit, die wollen fressen. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz dazu sagen, wir würden hier gerne unter Wasser viel filmen. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir die Unterwasserkamera jetzt vom Becken zu Becken machen würden, Farm schleppen, ja. Dann würden wir hier eventuell irgendwelche Keime verbreiten und das wollen wir natürlich nicht. Das ist jedes Mal desinfizieren und so, ja. Also hier, guckt euch mal, hier sind Trophäus Doboisi und irgendein Moribemba, schätze ich mal, drinne. Guckt mal, wie toll die aussehen. Die fangen gerade an umzufärben, das heißt, sie werden so ganz langsam geschlechtsreif. Das ist der Trophäus Doboisi Maswa, der mit dem schönen gelben Band. Guckt euch mal an, wie die stehen, was die eine Vitalität. Vor allem, da sieht man auch, was das Sonnenlicht ausmacht an der Fischfarbe. Gell? Das Sonnenlicht ist so toll für die Tiere, sowohl für die Vitalität als auch für die Farbentwicklung. Die Algen, die dann wachsen, die Tiere fressen können, ist ja auch fast wie in der Natur. Die können hier die Aufwuchs fressen. Und guckt euch mal hier die jungen Trophäus an. Das ist irgendein Trophäus Mori. Schwer zu sagen, welche, aber guckt mal, wie die hochkommen. Aus diesem Riesenbecken kommen jetzt alle Fische hier zusammen und wollen fressen. Und, Die wollen ins Video, stimmt. Und danach wollen sie nach Deutschland, ja. Genau. Ja, oder guckt mal hier, die Trophäus Doboisi, die Jungen hier. Wie geil, oder? Das ist der Wahnsinn. Das sind 300 oder hier, Gänsehaut. Stück, ja. Echt Hammer. Guckt euch das mal an, wie die kommen. Hier ist das nächste Becken schon. Ja, und der Nesh hat uns jetzt noch erzählt, er hat sein neues Zuchtprojekt, sind Wildgrundeln von Taiwan. Das sehen wir hier, da ist er jetzt dabei, die zu züchten. Und jeder, der sich schon mal mit Grundelzucht beschäftigt hat, der weiß, die Grundeln sind ganz, ganz schwer zu züchten und ganz schwer aufzuziehen. Also Hut ab, dass er sich den Job zumutet oder das macht. Aber wie man sieht, hier, die haben so weiß gerenderte Flossenränder. Das sind einheimische Arten, genau. Also super schöne Tiere. Ich finde persönlich gerade so wilde Grundeln, so Rhinogobius und so weiter, ganz toll. Und finde das schön, dass er sich damit beschäftigt, diese Arten zu erhalten bzw. als Nachzucht auf den Markt zu bringen, dass man die nicht aus der Natur fangen muss und dass man die vor allen Dingen auch regelmäßig zur Verfügung hat. Ja, dann haben wir euch ja gestern kurz diese Sortieranlagen gezeigt, mit denen die Garnelen sortiert wurden. Gestern hatten wir 1,7, heute haben wir 4. Also wir arbeiten mit einer Nummer größer. Aber interessant, das sind alles anscheinend die gleichen Produkte, die Farmen haben. Und ich habe noch mehr gesehen in verschiedenen Größen. Das sind natürlich Hilfsmittel, die machen denen hier die Arbeit wesentlich leichter. Ja. Also nochmal zur kurzen Erklärung, falls ihr das Video nicht gesehen habt gestern, das ist zur Größensortierung der Fische genau, der Garnelen. Die fallen dann da durchs Netz, durchs Sieb durch und werden nach Größe sortiert. Da kommen jetzt praktisch dann die Kleinen rein und dann werden die so durchgesiebt. Dann bleiben hier die größer sind, denn 4 cm und die kleiner sind, fallen durch. Und du verkaufst im Ende nur die 4 und mehr haben. Und die 3 und mehr haben, gehen nochmal eine Woche oder einen Monat zurück ins Becken und wachsen dann auf und gehen dann erst in den Verkauf rein. Ja, dann kommen wir hier. Haben wir nochmal die Babystation. Das ist auch richtig krass, das habe ich vorhin gesehen. Das sind so Brutapparate, gell? Genau, das sind im Endeffekt sind hier lauter Eier und Larven drin. Also jetzt, wo der Sascha drauf filmt, sind schon Larven. Die sind schon entwickelt. Dann haben wir welche, wo noch nur Eier drin sind. Wenn wir kurz dazu sagen, normalerweise ist da der Luftkleber an und das zirkuliert die ganze Zeit. Ich blende das nochmal ein, das haben wir jetzt gerade ausschalten lassen, sonst hören wir nämlich hier drinnen nichts. Genau, deswegen müssen wir es, wie gesagt, auch beeilen. Um wieder Wasser oder Luft an die Tiere zu bringen. Dann haben wir hier, film mal drüber, Sascha, das sind alles Zuchtbecken. Wir werden gleich in einem Becken mal eine Unterwasseraufnahme machen. Das sind alles Zuchtbecken. In jedem Becken ist nur eine Sorte drin. Ich habe gesehen Trophäus, ich habe gesehen Placidochromis, ich habe gesehen Neolamprologus. Ja. Das sind Alunocara, Benchi Benga oder sowas in der Richtung. Guck mal hier, die kommen direkt hier vor. Genau, da haben wir... müsste ich dann nachher mal fragen, wahrscheinlich Eclectochromis oder sowas. Also die haben hier in jedem Becken eine andere Sorte drin. Ein Becken, sagen wir mal, schöner durch das Licht und so, wie das andere, was die Zuchttiere angeht. Hier haben wir Placidochromis Phenochilus Whitelips. Guckt euch mal die Tiere an, die Männchen, was die dicke weiße Lippen haben oder schöne große weiße Lippen haben. Weibchen dabei, also die Zuchtgruppen harmonieren anscheinend auch gut. Die Tiere sind agil, die wollen fressen, die wollen gucken. Die sind echt extrem neugierig, ja. Ja, nochmal White Lips, sind ein bisschen scheuer.
Ich glaube, das ist leer das nächste Jahr. Okay, also dann schauen wir noch mal kurz bei der weiteren auf. Hier sieht man, glaube ich, so einen leeren Tank. Genau, der ist frisch gemacht worden. Also bei denen ist jetzt gerade keine Saison. Die haben auch kaum Jungfische, weil jetzt keine Zuchtsaison ist. Jetzt ist bei denen halt Trockenzeit, sehr warm und da züchten die Tiere nicht so, wie sie es gerne hätten. Hier werden wir nachher die Unterwasseraufnahme machen bei dem Placidochromis phenochilus Tansania. Richtig Riesenklopper. Ja. Das habe ich vorhin gedacht, wären irgendwelche Filteranlagen, das ist aber auch irgendwas. Genau, das ist die Jungfischaufzucht. Ich gucke jetzt gerade mal, dass wir ein Becken finden, wo was drin ist. Wie gesagt, aktuell ist mit Jungfischen relativ wenig. Ne, ich finde jetzt leider keinen Behälter. Die sind also alle schon vorbereitet und wenn die dann Junge fertig haben vorne aus dem Brutkasten, werden die in die Behälter überführt. Die haben ca. 150 Liter. Dann erfolgt hier drin die weitere Aufzucht und dann kommen diese Tiere dann in die Glasbecken vorne, von denen aus sie dann verkauft werden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal weiter nach oben. Da haben wir noch einige Zuchtbecken. Du hast jetzt gerade was gefunden, was? Ja. Ist für einen Wasserwechsel? Genau. Also wenn man sich überlegt, wie machst du in so einem Tank hier mit, schätze mal, 6000 Liter, wie machst du denn da Wasserwechsel? Da haben die eine kommunizierende Röhre sozusagen gebaut, also ein Bügel. Das Teil hier kommt ins Wasser, dann lässt du im Endeffekt bis hierhin, bis zur obersten Bohrung, wird das Wasser abgesaugt. Dann gehst du her, hast den Schlauch hier, einmal feste saugen. Und dann läuft der Tank von alleine. Ja, das war nichts. Wenn man das kann, ja, dann läuft es auch von alleine. Wenn man es kann, genau. Dann läuft es von alleine und dann machst du einen Wasserwechsel. Aber da sehen wir noch mal einen Kollegen, oder heißt einen Kollegen, einen Mitarbeiter, der, ich sag schon Kollegen, vielleicht bleibe ich wirklich da. Hast du Arbeitsvertrag schon unterschrieben? Leider noch nicht, ne. Muss ich mir gleich noch einen anbieten lassen. Ja, hier wird gerade sauber gemacht. Genau, hier sieht man auch wieder das gleiche System, was wir vorhin gesagt haben. Da unten ist der Schlauch, da geht's Wasser durch und er saugt hier den Mulm ab und reinigt das Becken. Okay, ja, krass. Ja, wie ihr seht, hier sind Embunas drinne, die Labidochromis sind Kali und ein Trophäus. Dann haben wir hier Pseudotrophäus saulosi Zuchtbecken. Das sind die Weibchen, die gelben, die blauen sind die Männchen. Und guckt mal, wie viel Platz die haben. Die haben hier, ich schätze mal, das hat bestimmt 3.000 bis 4.000 Liter, das Becken. Und da sind, keine Ahnung, 50 Tiere vielleicht drin, wenn überhaupt. Das ist krass. Und da sieht man noch ein paar Babys. Weiß nicht, ob man das auf die Kamera kriegt. Ganz unten. Um die Höhlen drumherum sind Babys drin. Ja, es ist, wie gesagt, echt Wahnsinn. Also sowas sieht man extrem selten in der Größenordnung. Ja, und hier sind wir dann in dem Außenbereich mit den Netzen. Da sind also die Becken im Endeffekt nur mit Netzen abgedeckt. Hier haben wir die Melanochromis mangano, hießen sie früher. Heute heißen sie Melanochromis cyraptophodus.
eigentlich eine ganz bekannte klassische Art. Männchen wie Weibchen, komplett blau und ja, auch eher schwer zu vermehren. Also sprich ein Fisch, der nicht so vermehrungsfreudig ist. Da haben wir nochmal ein leeres Becken, wahrscheinlich vorbereitet für die nächste Zucht. Hier haben wir Labidochromis Ceruleus White wahrscheinlich. Ja, die sind auch eine Zuchtgruppe, ja. Das ist natürlich jetzt das Problem. Wir kommen hier mit der Kamera und die Luft ist aus. Also die Luft haben wir euch ja gesagt, haben wir ausgemacht, damit wir besser filmen können. Aber Tiere sind das ja gewohnt, dass immer Luft ist. Und wenn das aus ist für die Stresssituation. Und deswegen zeigen sie sich nicht alle unbedingt so. Hier haben wir ein Becken mit Stigmatochromis, würde ich sagen, und Labidochromis Hongi. Das dürften auch Zuchttiere sein. Dann hier haben wir große Pseudotrophäus, Trophäops, wahrscheinlich Makokola oder sowas und auch ein Trophäus dabei. Er mischt also, wenn nur Arten, die sich nicht hybridisieren können. Also sprich Arten, die so weit genetisch oder verwandtschaftlich voneinander entfernt sind, dass die sich nicht mischen können. Ja, hier seht ihr nochmal diese Wasserwechselanlagen oder was heißt Anlagen, Wasserwechselhilfsmittel, ja. Genau, die Schläuche. Das sind die Höhlen, machen. Die genau, das sind die Höhlen. Für die Jungtiere. Die bindet er zusammen und ich schätze mal, beschwert die auch noch mal irgendwie, dass die unten bleiben. Dann können die Elterntiere da reingehen beim Ableichen. Dann haben wir hier irgendein Pseudotrophäus Zebra, beziehungsweise jetzt heißen sie ja Metria Klima Zebra, aber es ist jetzt schwer zu erkennen, welche Art das genau ist. Dann ja, haben wir hier Trophäus Mori Bulu Point. Ne, Bemba, sorry, Trophäus Moribemba, die haben nur ein rotes Band. Und das ist auch anscheinend eine Zuchtgruppe. Und ich habe ihn vorhin mal gefragt, wie macht er das, dass er die Jungfische rausbekommt. Das macht er so, er hat hier einen Notizzettel an jedem Becken dran. Und das ist immer das Datum. Und immer an diesem Datum lässt er das Wasser ab zur Hälfte, kontrolliert die Weibchen durch, guckt, ob Junge da sind, nimmt die den ab und dann überführt er die in die Aufzucht, wie wir es euch eben gezeigt haben. Und dann geht es dann praktisch weiter Station für Station. Okay. Ja. Da können wir nochmal drüber filmen. Das ist die Kinderstube. Mhm. Da kommen dann praktisch die Larven rein, unmittelbar nachdem sie in den Brutbehältern drin waren. Da sind das praktisch hier die Behälter zum Anfüttern. Dann für die weitere Aufzucht. Und dann kommen die in diese roten Behälter, wo wir euch eben gezeigt haben, mit den ca. 150 Liter Inhalt. Mhm. Also das hier alles durchstrukturiert, durchdacht, überlegt, gemacht. Alles, wie ich finde, professionell aufgestellt, die ganze Farm. Und also ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich im Kopf geschüttelt hätte und gesagt, naja, das hätte ich jetzt anders gemacht. Also ich muss sagen, Hygiene, also auch da wieder wie bei den Fröschen vorhin. Man geht her und sagt halt, bitte filmt nicht mit der Unterwasserkamera. Bitte packt nicht in die Becken rein, bitte achtet auf die Tiere und finde ich super, dass sich auch hier Gedanken um die Tiere gemacht wird und dass hier sauber gearbeitet wird. Ja. Hier sieht man jetzt gerade noch ein Becken mit den Jungfischen. Klar, Kalkränder, aber wie gesagt, das ist eine Farm. Hier geht es nicht um Schönheit der Aquarien, genau. Sondern hier geht es um Sie haben ja auch ein relativ hartes Wasser, also das ist ja auch irgendwie nachzuvollziehen. Ja. Ja, richtig krass, richtig krass. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier findet. Ja. Ich glaube, Andreas geht jetzt erstmal seinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ja, genau. Den lassen wir gleich hier. Nächstes Video ist dann nur allein mit mir und Joshua. Ja. Nee, aber ist schon echt Wahnsinn, was hier abgeht. Genau. Gut. Und, ist echt Wahnsinn, ja. Ja. Ihr kriegt jetzt noch ein paar kleine Eindrücke. Und ja, wenn euch die Videos hier gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt die Videos und zeigt es euren Freunden. Ich finde es einfach Wahnsinn hier. Es ist mit das geilste YouTube-Projekt, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und es kommt, so rüber, wie wir das Ganze hier empfinden. In diesem Sinne, wir fahren jetzt gleich weiter zum nächsten Dreh und hoffen, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr merkt, ich bin komplett sprachlos. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.